Im Jahr 2005 erfuhr Resident Evil die dringend notwendige Generalüberholung. Und das Experiment ging voll auf. Mit einem Metacritic-Wert von sagenhaften 96% bekam Resident Evil 4 für den GameCube die beste Wertung, die ein Spiel der Serie jemals eingefahren hat. Nach den Remakes des zweiten und dritten Teils bekommt nun auch das Königskind mithilfe der AI-Engine ein neues Kleid. Die Frage drängt sich auf, kann man etwas Geniales noch besser machen? Unser Test ohne Spoiler zu Resident Evil 4 gibt Antwort. Die Ausgangslage bleibt natürlich gleich. Rund 6 Jahre sind vergangen, seitdem Leon S. Kennedy sich in Raccoon City mit dem fauligen Vermächtnis des Umbrella-Konzerns herumschlagen musste. Nun droht neues Ungemach. Ashley Williams, die Tochter des US-Präsidenten, wurde auf einem Ausflug nach Europa entführt und in ein spanisches Dorf verschleppt. Erneut muss sich Leon also die Lederjacke überstreifen und dafür sorgen, dass Baby Eagle, so der Codename des entführten Nachwuchses, wieder zu Papa nach Hause kommt. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, was Leon kurz nach seiner Ankunft in der Pampa erfahren muss. Denn die Dorfbewohner entpuppen sich nicht nur als extrem aggressive und religiöse Fanatiker, sondern drehen aufgrund einer Infektion mit dem Plagerparasiten komplett durch. Bewaffnet mit Äxten, Mistgabeln, Kettensägen und Schaufeln machen die sogenannten Ganados gnadenlos Jagd auf den US-Agenten, der in dem kleinen Dorf um sein Leben rennt, nachdem die 2 Dorfpolizisten, die ihn begleitet haben, bereits auf dem Scheiterhaufen gelandet sind. Doch Leon weiß sich zu wehren, um die tollwütige Meute in Schach zu halten. Zu Beginn des Spiels stehen dem US-Agenten lediglich eine mickrige Pistole und ein Messer zur Verfügung, um die taumelnden Gegner ins Stolpern zu bringen. Das eröffnet ihm die Möglichkeit, die rotäugigen Scheusale per munitionssparendem Roundhouse-Kick empfindlich zu tangieren. Schließlich kommt der Begriff Survival Horror nicht von ungefähr. Denn wie von der Call of Duty-Tarantel gestochen herumzuballern, führt in Resident Evil 4 nur bedingt ans Ziel. Viel besser läuft es für Leon, wenn sorgfältig gezielt wird und er dabei so viele Kugeln einspart, wie es nur möglich ist. Das Schießbudenprinzip des Originals bleibt auch in der Neuauflage weitgehend erhalten. Der Spieler sieht Leon über die Schulter und legt auf Knopfdruck die ausgewählte Waffe an, die nun endlich über ein Schnellmenü per Steuerkreuz direkt ausgerüstet werden kann. Das Zielen könnte sich, vor allem für die Spieler, die mit Resident Evil 4 bisher keinen Kontakt hatten, behäbig und etwas ungenau anfühlen. Genau wie das Lauftempo, das einen seltsam langsamen und zähen Eindruck macht. Daran kann und muss man sich gewöhnen, denn das soll so. Auch die Bewegungsmuster der Gegner sind exakt und fein an die körperlichen Unzulänglichkeiten der Spielfigur abgestimmt und sorgen damit für ein perfekt abgeschmecktes Maß im Panikeintopf. Nach dem ersten Gefecht im Dorf ertönt die Glocke des Kirchturms und wie hypnotisiert verziehen sich die unfreundlichen Dorfbewohner in das einstige Haus Gottes. In jeder Spielumgebung befinden sich wertvolle Ressourcen und oft gut versteckte Schätze. Da macht das genaue Absuchen der verfallenen Hütten und düsteren Höhlensysteme unter dem kleinen Örtchen gleich noch mehr Spaß. Alle Szenarien, die der Spieler im Lauf der Geschichte besucht, strotzen vor Geheimnissen, optionalen Rätseln und neuerdings auch ein paar Nebenaufgaben, die es nötig machen, bereits bereiste Areale erneut zu besuchen. Aber Vorsicht! Trotz einiger sehr angenehmer Quality-of-Life-Verbesserung ist Leons Aktenkoffer irgendwann voll. Und es schmerzt mehr als eine Mistgabel im Bauch, das Päckchen Shotgun-Ammo nicht mehr mitnehmen zu können oder einen anderen Gegenstand aus dem Inventar dafür zu opfern. Schon damals war Resident Evil 4 technisch und spielerisch seiner Zeit eine Tentakelarmlänge voraus. Wo also anfangen? Zuerst einmal wurde die Grafik mithilfe der hauseigenen AI-Engine, die seit Resident Evil 7 alle neuen Spiele von Capcom befeuert, maximal auf Vordermann gebracht. Die fantastischen Lichtstimmungen, der hohe Detailgrad von Innenräumen und die nun schon fast zu realistisch anmutenden Gegner lassen Resident Evil 4 auch in 2023 wieder in der Oberliga der Grafik-Schwergewichte mitspielen. Das führt allerdings dazu, dass sich besonders Insekten- und Spinnenphobiker in den späteren Spielstunden heftigst überwinden müssen.
Immerhin erstrahlen die thematisch weitgehend bekannten Umgebungen wie das Dorf, das ausladende Seegebiet, das düster prunkvolle Schloss und schlussendlich eine unwirkliche Industrieinsel in völlig neuem Glanz. Auch das Layout hat sich gegenüber dem Original an vielen Stellen deutlich geändert. Über etwaige Story-Twists, die sich vom Verlauf des bereits bekannten Materials unterscheiden, verraten wir an dieser Stelle natürlich nichts. Neben bekannten Feinden gibt es noch ein paar neue höllische Ausgeburten, welche die Atempausen beim Spieler nach Möglichkeit noch weiter vermeiden sollen. Das funktioniert hervorragend, auch wenn statt Angst eher ein panisches Gefühl vorherrscht, wenn Grauen und Gegneranzahl mal wieder deutlich über dem empfohlenen Pegel liegen. Doch dafür kann Leon sein Messer im Remake deutlich sinnvoller und effektiver einsetzen. Entweder können Gegner per neuartigen Schleichmanöver von hinten gemessert werden, um die Gegnerschar vorsichtig auszudünnen, oder Leon zeigt seine Wulong-Skills, denn ab sofort ist er in der Lage, Schläge aller Art und sogar Wurfgeschosse mit dem Messer zu parieren und abzuwehren. Das zehrt an der Langlebigkeit des stählernen Beschützers. Kleine unterwegs gefundene Brotmesser und die Möglichkeit, das Schneidwerkzeug zu reparieren, helfen stellenweise über diesen Umstand hinweg. Wenn es um die Auswahl an unterschiedlichen Schusswaffen geht, trifft man die alten Bekannten. Aber auch hier gibt es noch ein, zwei kleine Überraschungen. Im neuen Gewand machen die Ballereien auf jeden Fall noch einmal mehr Spaß als in der Vorlage. Das liegt am übertriebenen, aber hervorragenden Trefferfeedback mit verschiedenen Gegnerreaktionen bei Schüssen in Kopf, Arm oder Bein und der Möglichkeit, die dank AI-Engine scheußlichen Fratzen sichtbar und blutig zu durchlöchern. Waren die Action-Szenen damals schon ein Quell der Freude, kommen die Scharmützel mit neuer Optik und fein überarbeiteten Animationen in 2023 nochmal eine ganze Ecke besser. Im Vorfeld wurde bereits bekannt, dass auf die Quicktime-Events verzichtet wird. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, denn für bestimmte Attacken und Ausweichmanöver ist immer noch ein kurzer, eingeblendeter Knopf zu drücken. Besonders das Ausweichen gibt in einigen Situationen ein wenig Anlass zu Kritik. So wird das Kommando für die Defensivaktion zu kurz eingeblendet und funktioniert eben auch nur dann. Mit der Neuauflage von Resident Evil 4 stellt Capcom die hauseigenen Nachfolger in den Schatten und sich selbst als großer Spielspaßversteher dar. Tolle Optik, schnörkelloses Gameplay und obendrauf gibt es ein motivierendes Crafting- und Belohnungssystem, das einen auch nach mehrfachem Durchspielen bei der Stange hält. Ist Resi 4 also die perfekte Grusel-Schießbude? Fast. Kleine technische Macken, sonderbare Darstellung von Wasser und Regen und einige Nervereien lassen die Steuerung in diesen Situationen angestaubt und unbeholfen wirken. Zum Glück gehen die Mundwinkel wieder steil nach oben, wenn es um den abwechslungsreichen Spielverlauf, äußerst atmosphärische Umgebungen, die teils wirklich ekelhaften Gegnerausgeburten oder imposante Endbosse geht. Dazu gibt es Geheimnisse ohne Ende, fantastisches Trefferfeedback und einen sehr hohen Wiederspielwert.